Willkommen zurück. In der Badeswelle. Red mir doch nicht nach. Ich rede nur der Frau nach. Und kann nichts dafür, dass du auch der Frau nachredest. Hab ich doch gar nicht. Vorgelesen. Ah nö, der ist schon wieder vor mir verreckt. Scheiße, ich brauche einen Gegner. Oh, lässt ihn bei diesem Gag da? Der wäre vielleicht. Oh, ist dein Feuer gewesen. Oh. Darfst mich dann gern heilen. Hi. Was? Heilen? Nein, du stirbst jetzt. Wie Haifisch. Hä? Das habe ich nicht gesagt. Ich auch nicht. Aber du, zweifelsohne. Nein. Wie, aber doch. Ich glaube, der Typ ist der Letzte. Und ich glaube, der verbrennt gleich so ziemlich. Die Frage ist, ist es mein oder dein? Wie das Feuer auch ausschaut, wenn so viel Feuer an einer Stelle ist. Sieht immer, sieht so aus wie diese... Wie dieser Atompilz von der Farbe her. Ist ja auch so schön rot. Interessant. Woher willst du wissen, dass der rot ist? Filme und so. Oder ich weiß gerade. Ich weiß gerade nicht. Kann man Raketentests von, keine Ahnung, Korea oder sowas, gibt's die auch als Video? Wieso Korea? Denkst du aber, die haben eine echte Atomwaffe? Ich gehe von aus, dass das die einzigen sind, die so blöd sind und das irgendwo hinbomben, so testweise. Tut mir leid, aber... Ich frage mich ja, wo die das eigentlich machen. Haben die nicht irgendwann keine Fläche mehr dafür? Die USA kann froh sein, dass es so ein großes Land ist, weil das uns ganz schön viele Teile ziemlich verseucht. Renne! Ah, aua. Warum hat er mir wehgetan? Welche klein? Ah, dann kümmere ich mich um die Kleinen. Wenn sie eh schon zu mir laufen. Okay, der eine läuft runter. Ja, du bist nicht mehr interessant, seitdem du gestorben bist. Es feuere ich auch. Du der alte Stromkiller. Was soll denn das? Ist es nicht vorbei? Ah, doch, da sind die Waffen. Das, was orangen ist, oh mein Gott. Nehme ich einfach. Ohne zu lesen. Also Orangen ist nichts mit Element. Alles scheiße. Es war kein Element, aber. Kein Element ist für mich scheiße. Punkt. Und ich meine damit wirklich Orange. Nicht dieses Gold, sondern Orange, also das nächstbessere. Gibt nur noch eins, das noch besser ist, und das ist Cyan. Es gibt glaube ich zwei Oranges und das eine ist Dunkelorange. Ja, und das Dunkelorange ist ja das, das ich meine, das andere ist Gold. Also laut dem, was ich auf Wiki für Rarity-Begriffe gelesen habe, war es eins orange und das andere dunkelorange. Also... Ja, und dunkelorange ist das seltenere, wichtigere. Das ist, darauf können wir uns ja einigen. Und für mich ist dein hellorange Gold. Ja, aber das heißt laut der Wiki auch so. Vollkommen egal. Für mich gibt es nur Gold. Und weil Gold eben nicht mehr wert ist, gibt es jetzt nur noch Orange. Ja, Orange. Nami wird sich freuen. Hä? Wieso Nami? Wenn Orangen Geld wert sind, dann freut sie sich. Ist doch logisch. Hä? Was hat Nami mit Orangen zu tun? Weiß ich nicht. Du redest wahrscheinlich von einem anderen Charakter aus. Weiß nicht, ich meine die eine Fee da von The Legend of Zelda. Oder ne, warte, die ist Navi. Nee, nicht Nami. Die heißt nicht Nami, die heißt Navi. Aber klingt ähnlich. So wie das Navigationsgerät. Ist ja quasi. Gibt es ein Navi, was von den Sounds her Navi-Sounds hat? Also wo ich auswählen kann, dass das... Ja, genau! Hey, listen! Nein, ich finde euer Navi immer noch das allerbeste. Wie war das? Nächstmögliche Stelle umdrehen? Naja, aber nee, wie haben die das immer formuliert? Das war sehr lustig. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Für 5 Kilometer wenden! Konnte den Kurs einfach nicht gescheit neu berechnen. Euer Navi damals. Oh. Wo sind die Gegner? Noch 100 Meters! Schau auf deine blöde Minimap. Keine Map. Ja, das ist eher ein Kompass. Und da guckst du jetzt. Obwohl,
Warum nennt man das Kompass? Wo Ich ich mir alle meine, Kills der hole. richtige Kompass sieht anders aus. Wieso? Da steht doch Osten, Norden und so weiter. Ja, aber der liegt ja rund in Ja, dann meiner ist Hand, so. weißt Ja, du? na Es ist und? keine So ein Linie. Spielfeature jetzt haben, es wäre aber unnötig. Versteck dich nicht hinter dem Okay, da ist der denn? blöden Haus, du Arsch. Ist der da oben? Ja, der ist nicht runter. Schön, da brennt er. Und verbrennt natürlich auch. Ja. Ich geh kurz ab, K. Mach's bitte ohne mich weiter. Danke. Willst du mich verarschen? Ja, also, als ob du hier Hilfe brauchst. Ja, aber dann stirbst du ja. Warte mal, was kam gerade im random Wahlding raus? Da ist ein Totenkopf an der Seite. Ach so, Wie, das jetzt war. nicht mehr. Ah ja. Eine Elementarwaffe? Dann ist jetzt die Oh Zeit, ja. Yay. Ihr verbrennt alle. Also, ich hab eh Oder nichts vergiftet. anderes. Oder versonst irgendwas. Weber, sterbt ihr. Alter, wie schnell der stirbt mit dem Element. Okay, die brennenden Geisteskranken wahrscheinlich weniger. Aber dafür habe ich ja meine Oh, da geht Stromwaffe. Feuer trotzdem gut ab. Okay, das Elektroelement funktioniert wohl nicht ganz so gut, weil es nicht so oft triggert. Au! Benutzt einfach trotzdem Feuer. Egal, was im Namen steht. Vielleicht kann ich ja auch mit Gift arbeiten. Selbst die verkuckeln. Hey, lauf nicht weg! Du kennst die doch. Du bist Schön, so umgefallen, also bist du nicht mehr interessant für die. Hey, was soll denn das? Jetzt blitzdingst du den noch, während ich ihn anballer. Was soll denn das? Ich wollte die 100 XP haben für dich wiederbeleben. Klar, die brauchst du jetzt unbedingt. Hier, töte den. Er leidet null Schaden und den Feuereffekt. Seht ihr? Der macht irgendwie Damage. Wie auch immer. Hey, ist hier irgendwo mal so ein Heal vielleicht? Nicht, dass ich es nötig hätte, dann warte ich eben 5 Sekunden. Bisschen Muni, bisschen Muni, ein bisschen Muni, ein bisschen Muni. Das Munition, nicht toll. Schilde sind hart zu knacken. Tja, aber jetzt wird's noch oh toll, das ist vollkommen wurscht. Ja, wenn man voll das drauf hat, dann sind die eh weg. Vor allem nützlich für die Gegner, die gar keine Schilde haben. Ja, für die am allernützlichsten, stimmt's? Mr. Tyrann. Noch einer am Boden. Sie hängen sich einfach nicht rein für mich. Reicht eigentlich. Alle Augen auf Lilith. Die macht alle Jungs. Weißt du, der Gag ist ja, ich ignoriere Schilde ja sowieso. Das stimmt. Mir kann das ja eigentlich scheißegal sein. Das ist es auch. Oh. Was soll denn das? Wieso lebt denn der immer noch? Jetzt fall doch mal tot um jetzt. Du hast bei mir gar keine Lebensleiste mehr. WTF? Oh, na also, hat ja doch mal funktioniert. Musste ich mich glatt auflegen. Beinahe. Da hat der wohl doch noch Leben. Nur noch der eine Desperado, dann haben wir's. Desperados? Oh, lol. Ich spring erstmal gegen die Wand. Toter Desperado. Brennen da. Verbrannt, ja. Freue mich aufs große Turnier. Hast du da eigentlich dieses andere Yu-Gi-Oh! Schon installiert? Ein was? Achso, Yu-Gi-Oh! Nö, ich hab's runtergeladen. Installiert noch nicht? Nö. Also das Nervigste ist, die Werbung dafür, dass man spenden soll, das ist so ziemlich das Nervigste im ganzen Spiel. Aber ansonsten. Scheiße, der hat ein Schild. Das ist echt nervig. Oh, okay, das sind solche Typen. Und es kann übrigens auch, also. Es passiert auch hin und wieder, dass dich einfach mal ein Bot anschreibt. Deswegen. Wie soll das denn gehen? Bot kann doch nicht schreiben. Natürlich, du weißt doch was. So ja, der schreibt halt immer das gleiche. Oder, der ja, der hat ein paar Texte.
Hilfst du mir mal gegen die anderen? Whatever. Für Edelsteine kann man sich dafür den Adblocker kaufen. Die kann man aber wohl auch ohne Geld ausgeben bekommen teilweise. Bin mir nämlich sicher, ob man genug ohne Geld ausgeben bekommen kann, die man braucht dafür. Wie, ich muss meinen Adblocker ingame zulegen? Das also wenn dich das... Also Spiele mit Werbung spiele ich einfach gar nicht fertig. Naja, es ist nur Werbung dafür, dass man eben spenden soll für das Spiel, verstehst du? Damit die Server da bleiben und so. Ich habe da gerade was eingesammelt. Das macht 2.500. Ah ja, ich kann mir denken, was es ist. Habe ich alles eingesammelt? Ja. Wow, das gefällt mir. Das ist cool. Mach weiter so. Ja, schon wieder mehr Kills. Du hast immer mehr Kills. Auch in Killing Floor bin ich immer ganz unten in der Liste. Weil einfach jeder besser ist als ich in Shootern, anscheinend. Ah, ne, das würde ich jetzt so nicht behaupten. Ja gut, unsere Eltern nicht. Unterschätzt die mal nicht. Ich glaube, die haben gar nicht mal die Reflexe, die sie bräuchten. Wer braucht schon Reflexe? Wo sind denn die großen Hunde? Ich will nicht mit den kleinen spielen. Überlasse ich brav dir. Oh ja, der schaut ja einfach aus. Okay, nur noch einer. Richtig schön. Verbrenne! Wer ging dieses scheiß Schild da springen? Ey, wolltest du mir einen Killstil? Naja, egal, mach ruhig. Das ist scheißegal. Darum geht es ja nicht. Kann ich ja mal so machen. Eine Runde lang schieße ich nur mit diesem Cannonball. Kannst du das überhaupt überleben? Sehen wir dann. Wir haben keine Schilde. Jetzt sind wir nackt. Wir waren schon nackt, bevor es dort stand. Das ist Schummeln. Die wussten das Ergebnis also schon vor dem Drehen des Zufallsrades. Deswegen können wir in die Zukunft sehen. Wir sind Hellseher. Wir wissen, was kommt. Henkerbandit. Oh, das wird echt schwer mit der Waffe. Ja, ich bin am Boden. Bin ich tot? Das weiß ich noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Das ist jetzt die Frage, wie schnell diese Waffe nachlädt. Und wie schnell dieser Typ da... Aha, also geht doch. Das ist also nicht unmöglich. It's a cannonball! Oh, nein, ich sollte solche Geräusche lassen. Ach Mensch. Ich muss nur noch einen Schuss schaffen. Komm, laden nach. Du bist viel zu langsam, Waffe. Oh, schon wieder bin ich hin. Nein, lauf doch nicht. Souverän ausgewichen, wie ich sehe. Ah. Hattest du denn? Bei mir ist er nicht ausgewichen. Kannst du auf den schießen? Ja, habe ich. Ich bin weg. Ja, von hier oben schieße ich mit dem Ding garantiert nichts ab. Doch. Du bist ein Sniper mit dem riesen Ding. Na, vielleicht. Aua! Ja, toll, ich bring mich hier oben um. Also, ich weiß nicht, was dann passiert, übrigens. Ich hüpfe, bevor ich schieße, dann klappt es. Ah. Oh, das ist echt schlimm, komplett ohne Schild. Aber zumindest habe ich die Regen. Na, du hast ihn erwischt. Gut. Hätte ich vielleicht das schnelle Regenerationsschild noch mitnehmen sollen, dann hätte ich das anziehen können. Der eine ist jetzt, da er sich nicht wegbewegt, ziemlich am Arsch. Aber warte mal, immer noch zwei Punkte auf der Karte. Einer ist da oben, Desperado-Bandit. Sogar beide, beide an der Treppe. Sehr gut. Bäm, ich habe beide erwischt. 1700 und 2500. Very nice. Gut so. Ui, 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 ui. Aber nur fast. Weißt du, was ich gestern am Stück gemacht habe? Was denn? Ich habe einen kompletten Anime am Stück angeschaut.
Schild ist wieder da. Attack on Titan, zweite Staffel. Nimm ich halt Elektro. Die haben noch nicht mal Schild. Oh doch, der Geisteskranke. Und der Feurige. Ja, weil der Feurige hat kein Schild. Oh, alle drei erwischt. Bleibt ruhig in einer Ecke, Leute. Sag mal, hat der sich gerade etwas gesprengt? Krankheit. Scheiße! Energie, lad doch endlich nach! Energy! Kann eine Weile dauern, ich muss immer wegrennen. Du wirst definitiv mehr Kills haben. Echt? Das ist ja auch dein einzig wahres Ziel. Warte, gegen dich kann man. Hä, hey, was? Ja, du versuchst doch immer nur mehr Kills zu haben als ich. Da ist er zerplatzt. Komm schon, du auch. Oh, das war wohl die Auswirkung. Nein, renn nicht weg, ich muss dich töten. Ich habe nur einen Schuss. Scheiße, komm. Nein! Ja, deswegen blöd, weil die so langsam schießt. Der ist jetzt hinter dir gleich, glaube ich. Der ist jetzt von mir weggelaufen und einmal im Kreis gerannt. Da hinten die Treppe rauf und dann war er wieder hier. Richtig, der ist an mir gefolgt. Wäre glatt bei mir geblieben, dann hätte er sich den Weg gespart. Ja, aber der weiß doch nicht, wo ich langlaufe. Okay, das war jetzt gerade echt klein, das Ding. Wirst du gerne erschossen? Ich hoffe es, denn deine Gegner haben ab sofort mehr Munition. Wow. Also, ich merke gar nicht effektiv, dass die Gegner überhaupt nachladen. Also, von dem her. Ich glaube, sie hat was Falsches gesagt. Aber den Skeks wird es eh nicht helfen. Was? Ja, also wenn sie pro Magazin mehr Schuss haben, dann macht man Max schon einen Unterschied. Wieso? Ich habe noch nie die nachladen sehen. Also nie bewusst so. Klar. Ich warte immer, bis sie nachladen, bevor ich aus der Deckung gehe. Könnte dieser scheiß Hund mal wieder herkommen? Ah, okay. Ich bin gleich tot. Wo bist du? Der hängt da. Hier unter der Treppe rum, dieser Arsch. Oh, Lilo, was bist du? Da ist ein Feuriger. Ja, die mag ich ja überhaupt nicht. So. Schau dir den an, der schaut ja krass aus. Die blutrünstige. Hä? Oh! Da ist ein Tyrann neben was mir. Was der kann, ey, der ist echt krass drauf. Da ist ein Tyrann neben dir, ja genau. Die sind leichter für dich zu töten. Scheiße, der Blutrünstige ist bei mir. Ja, und? Ja, genau. Er war so nah dran, dass ich mich selbst gekillt habe, als ich geschossen habe. Dieser scheiß Cannonball, ehrlich jetzt. Schau mal, wie ich die ganze Zeit um dich rumlaufe und nicht aus der Heilaura rausrenne. Also aus dem Heilungsbereich. Nur noch der grausame Tyrann und der andere. Ole. Dort. Oh ja, Munition. Ja, schlurft wieder alles auf. Das ist sehr merkwürdig. Ja, die schmecken. Ich frage mich, wie es im Endvideo klingt. So ungefähr, wie es bei mir klingt vielleicht. Nee, wahrscheinlich ein bisschen anders. Okay, der Boss hat auch mehr Muni. Wieso? Welcher Boss? Ja. Der Boss! Achso, ups, ich habe aufs Falsche geguckt. Ich dachte, wir wären Runde 3. Ja. Logisch. Und das ist der da? Ist ja lame. Ich schieße auf dich, Baron. Okay, ich benutze hier meinen Platz weg, damit es ein bisschen leerer ist. Und wie läuft bei dir?
schieße jetzt doch wieder mit einer normalen Waffe. Erstmal ein paar Headshots den Typen geben. Oh. Verdammt, ein Hellfire. Da bin ich. Halala. Hauptsache du fällst nicht auch rum und Hauptsache der stirbt jetzt durch meine Schüsse, ansonsten habe ich ein Problem. Ich schieße extra nicht mehr. Oh. Aloha, mein Freund. Alola, wenn dann. Ja. Nein. Aloha. Oh, warte mal. Nein. Ja. Es ist nicht so, als würdest du falsch liegen, aber du denkst an was anderes. Wer einen Kommentar machen kann und weiß, was Aloha ist, kriegt von mir nichts, aber er weiß es dann. Ich glaube, vorher wusste es dann auch schon. Außer Google's extra. Ich glaube, das kannst du nicht so leicht googeln, was Aloha ist. Der Nachfolger von Veria. Das Leben ist ein ewiger Kreislauf und du hast soeben eine weitere Runde überstanden. Jetzt habe ich na verdammt, ich habe nicht drauf geschaut. Wer hat jetzt mehr Kills? Ja, egal. Ist doch scheißegal. Jetzt wird's richtig schräg. Deine Schadensanfälligkeit steigt und deine Zielgenauigkeit sinkt. Du musst nah ran, um was zu treffen. Baby, baby, baby. Yay, Nahkampf! Ich kann jetzt nicht aufhören. Nächste Welle! Starterwelle. Bloodwing, du bist dran. Auf nach Hell's Kitchen. Kämpfen gegen den Daredevil. Für einen Typen. Ich hab hier in Referenzen. Du kennst Daredevil nicht? Nein. Bist du eigentlich verrückt? Ihm gehört Hell's Kitchen. Das kann man Daredevil nicht kennen. Naja, ist das ein Anime? Nein. Nicht? Was ist das da? Ah! Einer der Superhelden aus dem Marvel-Universum. Ich kenne eigentlich nur die bei den Avengers bei sind. Und halt. Super, du kennst also nur die fünf super bekannten. Batman gehört auch zu Marvel, oder? Oder ist das dann was anderes? Oder war das denn DC? Das ist so verwirrend mit diesem Universum, weißt du? Hast du Batman in dem Avenger gesehen? Nein, aber trotz. Es gibt doch Batman vs. Superman. Obwohl gut, das ist auch. Ja, da holt uns Superman gehört auch nicht zu Marvel, verdammt! Mein Gott, ist ein Superhelden, Punkt! Das reicht mir als Begründung. Oh, da klopft ein Nachbar, ich lache zu laut. Ich bin mal kurz AFK. Was? Was laberst du? Bitte schlagen Sie mich nicht, es kommt nicht wieder vor. Ich stelle meine Stimme leise ein. Was laberst du für eine Scheiße? Ja, ich habe gerade mit meinem Nachbar gesprochen. Ich sag dir eins, wenn der Nachbar dich schlägt, geh zur Polizei. Häusliche Gewalt und so Geschichten. Oder irgendwie so. Was häusliche Gewalt bedeutet. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es Körperverletzung. Definiert, dass man im gleichen Gebäude ist, okay? Okay. So bescheuert. Oh, Crimson Dance. Wird Zeit, mal wieder eine Korrosion zu verwenden. Lass mich bitte da liegen. Danke. So. Ole. Alle tot. Batman könnte zu dem Universum, wo auch die Justice League existiert, oder? Ey, sag mir, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wie hießen die nochmal? Zumindest kamen die in dem Lego Batman Film vor. Ja, Justice League und so weiter sind die ganzen Verrückten von ja Disney und ich kann es mir nie merken. Wie heißen die nochmal? Diese blöde Firma, denen die gehört. Scheiße, wieso kann ich mir sowas nicht merken? Das gibt's echt nicht. Ziel
auf den Körper. Ich habe soeben beschlossen, dass Kopfschüsse nicht zählen. DC, glaube ich. Irgendwas mit DC. Ja, DC. Ah, und Capcom, genau. Capcom hat doch auch... Wobei, nee, die Capcom macht keine Filme. Also Capcom kenne ich eigentlich nur für Mega Man. Ja, gut, okay. Warte mal, was aber ist... Ist da Mega Man dann auch drinne? Ich meine, Mega Man ist von Capcom. Weiß nicht, Marvel vs. Capcom ist jetzt nicht so interessant. Aber DC... DC Universe, genau, ja, das ist Batman. Batman gehört zu DC, zum DC Universum. Spricht man aber DC aus? Was, wieso? Nur weil es Englisch ist? Ja, weil es Englisch ist. Ja, kann man ja wissen, wenn man nur zwei Buchstaben vorliest, oder? Au! Hatte der eine Granate in der Hand? Ah ja, kritische Treffer zählen ja in der Runde nicht. Ihr wollt schon auf den Kopf zielen, aber nein, nein, nein! Schieß auf die Beine, Dennis. Schieß den schön in seine Brust rein, seine breitgebaute. Nein, du machst dich bewegungsunfähig, schieß in die Beine. Ich stand wieder sowieso. Ich schieß einen Pfeil da rein, ey. Schieß den Pfeil ins Knie, ja? Nein, Ausweichkonter, Dennis. Dann haust du ihn einen Pfeil durchs Bein, ja. Allerdings ohne den Bogen zu benutzen. Ausweichkonter, Dennis. Was laberst du für eine Scheiße? Rot wird in dem Zeitpunkt, da musst du dann F drücken für den Ausweichkonter. Was laberst du? Spielen, Dennis. Oder noch besser, spar dir den ersten Teil, auch wenn er super ist, und kauf dir den zweiten, damit ich endlich mal Cube Challenges machen kann. Das ist genug Zeug für ein ganzes LP. Nur Cube Ausdauermodus. 19 Achievements, an die ich nicht rankomme. Der Achievement Hunter hier. Ja, genug Leute im Forum für sowas, aber es wäre lustiger mit jemandem, den ich kenne. Die bösen Jungs sind jetzt noch ein klein wenig tödlicher. Viel Vergnügen. Okay, Gegner machen das. Du musst dir so vorstellen wie Don't Starve Together. Nur als richtiges Spiel und nicht diesen komischen Quatsch da, was die da als Grafik erfunden haben. Hä? Gefällt dir dieser Comic-Style nicht, den die da haben? Oder, ja, keine Ahnung, der Arzt, den die halt haben. 3D nicht. Hä, es ist eine Obenansicht. Ja, meine ich. Die zwei, die aber das haben die nicht erfunden, das gab es auch schon mir vorher. Nur Paper Mario. Paper Mario. Es kommt jetzt aber auch auf den Teil an. Na, das Paper Mario, bei dem du auch in die dritte Dimension kannst. Zum Beispiel. Ja, aber da hast du ja normalerweise eine 2D-Ansicht und keine von oben. Was, wie? Ja, ja, ist so. Aber Paper Mario sieht genauso aus wie Don't Starve. Nein, Don't Starve sieht nicht aus, sieht nicht nach Papier aus. Von wegen keine Headshots. Also, ups, nee, das Symbol. Nein. Der war gerade One-Hit-Kill. Das mit den keinen Headshots war letzte Runde. Wir machen die Runden anscheinend schneller, als du das realisierst. Na, ich habe nicht aufgepasst. Das geht mir immer noch zu langsam. Danach fehlt noch die komplette fünfte. Also wir müssen noch 5 Wellen machen. Ah, er ist ein Boss. Boss, Boss, Boss! Hier ist einer, der ist nicht unterzukriegen. Hier ist seine Königin. Ach, der... Der kleine Typ. Scheiße, was bringt der denn alles mit? Ein paar Geisteskranke und feurige Geisteskranke. Und natürlich auch sich selber. Der leidet gerade. Hat der so viel Leben? König geworden. Frag ihn halt. Okay, warte. Bring ihn nicht um, ja? Bring die anderen zuerst um. Hey, du da. Antworte mir. Oh, er hat mich nur umgeschlagen.
Also so nah will ich ja nicht an ihn rangehen. Ja wie? Aber er ist zu winzig, ich muss extra C drücken. Hallo du da! Nahkampfangriff gegen Nahkampfangriff, wie wär's? Lauf doch nicht weg! Ich renne nicht so schnell, wenn ich C gedrückt habe. Ey, du darfst nicht auf ihn schießen, nur mit Nahkampfangriffen töten. Und nur während du kniest, ja? Funktioniert super. Natürlich. Dauert nur 10 Stunden. Doch, wie ich den Kalt mache. Dauert nur 10 Stunden. Wie überhaupt nicht? Schau mal, der damage mein Schild nicht mal. Okay, jetzt hat er's. Nein, er läuft schon wieder weg. Nahkampfschaden bringt dir nichts. Es bringt nur Nahkampfkills was für das Dingens. Verdammt. Ja, der Spruch ist jetzt aber falsch, Mordecai. So groß, so böse, so tot. Der war nämlich nicht groß, ehrlich jetzt. Schon wieder eine Alienwaffe. Nimm du sie diesmal, ich hab keinen Bock. Ich hab die letzten beiden. Ich hab keinen Bock auf Alienwaffen. Sind dir zu uncool. Sind Alienwaffen sind nicht cool, nein, die sind vollkommen schlecht. So, dann lass ich dich allein machen. Was laberst du? Ich hab ja schon wieder mehr Kills. Ja, du hast immer mehr Kills! Das ist ja ausgeglichen. Was? Du hast immer mehr Kills. Du klaust meinen Kills. Nein, es ist nur noch eins Unterschied. Jetzt werde ich einfach mal die ganze Runde entspannen. So wie die vorletzte auch. Oh. Alle sind das schneller, erklärt, warum ja, ich aber so schnell laufe. Ja! Oh yeah! Beat. Hat das jetzt im Ohr weh? Oder war die Frequenz nicht hoch genug? Haben sich hier leider nicht eingebaut. Das war eine Frage. Super Jump ist nochmal eine eigene Dingens. Ja, aber kein Super Jump. Da brauchst du schon eine andere Software dafür. Ah, natürlich! Verbrenn doch nicht schon wieder! Bevor ich umkippe! Wie lame ist das? Kriegen die aber wenig Damage. Achso, ja, logisch. Ja, danke fürs Wiederbeleben. Ja. Ui! Oh, fuck. Bin hängen geblieben. Also gut, das wusstest du schon, aber. Hängen gebliebener! Würde jemand sagen, der keine YouTube-Videos macht. Wie hat er sich nochmal genannt damals? Der was macht? Der keine YouTube-Videos mehr macht, oder nicht mehr wirklich. Ich kenne keinen YouTuber, der irgendwie hängen geblieben hieß. Nein, der solche Begriffe verwendet hat. Kenn ich den? Soll ich den kennen? Müsste ich den kennen? Es gibt ein sehr episches Minecraft-LP zwischen drei Leuten, einer davon. Okay. Ist die Frage, wen du meinst. Und der andere ist 88 geboren worden. Warte. Und der dritte, der hat als Spitznamen Titte, was auch immer. Das okay, wen meinst du denn? Meinst du den Mann, der kann? Den Mann, der auch kann? Oder halt den Tite? Ich meine den Mann, der kann. Tite auch? Ich weiß es nicht. Schau mal, wo ich bin! Schau mal, wo ich bin! Was? Mitchell macht aber, glaube ich, wegen der unsichtbaren Wand in die Arena hüpfen. Mitchell macht aber auch nicht mehr wirklich Videos und auch nicht Livestreams. Oder habe ich ihn noch gefolgt? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, der Mitchell. Keine Ahnung, ist mir auch vollkommen egal. Der Mann, der auch kann. Könntest du da wieder runterspringen? Was, warum sollte ich? Muss ich hier weg? Töte die zwei Gegner doch alleine. Ich sag dir, wo sie sind. Da, wo du hinläufst. Einer noch. Was du Hilfe brauchst. Du willst doch die Kills. Du kriegst die Kills. Nein, ist mir scheißegal. Hauptsache, die Gegner sind tot. Ist es wurscht, wenn ich ganz unten in der Top-Liste bin? Solange sich keiner deswegen beschwert. Hat sich glücklicherweise auch noch nie jemand. Du bist immer Zweiter, also was soll's. Ja, hier schon. Nein, das ist aber generell auch auf andere Spiele bezogen. Putz deine Faustfeuerwaffen. Jetzt kommt eine Pistol-Challenge. Deine Pistole funktioniert prächtig. Nur meine Pistolen. Naja, nicht so prächtig. Gut. Okay, die dreifache Elektropistole. Muss nur schauen, wo die ist. Da. Gegner sind auf der anderen Hälfte der Map. Lauf. Warte, ich muss sie in die Hand nehmen. Go! Mordecai ist schwer drauf heute. Der grausame Tyrann ist echt grausam.
Ich hätte theoretisch noch einen Feuerrevolver gehabt, aber irgendwie. Revolver ist keine Pistole. Willst du mich verarschen? Pistolen habe ich aber keine. Für mich sind Revolver-Pistolen. Ich glaube, sie meint beide Waffen. Aber da steht Pistolen und nicht Revolver. Eine Revolver Only Challenge gab's doch auch, oder nicht? Haben die ein anderes Symbol? Ich war mir gerade echt nicht sicher. Also sagen wir es mal so, da wo unsere Waffenlevel sind, da sind Revolver gar nicht aufgelistet. Und es kommt mir auch so vor, wie jetzt wird sich nichts leveln durch Revolver. Bin ich mir aber nicht sicher. Krank ist das. Weiß nicht, kam die erst durch ein DLC dazu und war nicht im Ursprungsspiel drin? Ich weiß es nicht. Niemals. Ich versteh's halt nicht, warum. Warum hält der so viel aus? Achso, weil er grausam ist. Okay, dann hau ich jetzt mal richtig Feuer rein. Auch wenn die Waffe schwächer ist. Zumindest laut dem Boosting. So. Zumindest ist der dort gut. Nur noch der da, nur noch der da. Du einfach eiskalt sein Schild ignorierst. Ja, Schilde? Was soll denn das werden? So. Wo geht's jetzt lang? Wo geht's jetzt lang? Oh Gott, das machst du schon wieder. Was denn? Jetzt wird's richtig schräg. Deine Schadensanfälligkeit steigt und deine Zielgenauigkeit sinkt. Du musst nah ran. Ach, ist das Random, welches dich wechselt? Das ist ja lustig. Kann ich immer noch laufen? Ja! Highspeed ins Gesicht der Gegner laufen. Au. Warum macht ihr das denn kaum Schaden? Nein, lauf nicht weg. Ich brauche ja dein Gesicht in meinem Gesicht. Was? Du musst Nahkampfangriffe machen. One-Hit-Kills. Ich glaube, so stark ist Nahkampf nicht. Ich sterbe übrigens gleich, wenn der nicht stirbt. Scheiße, bleibt einer von euch bitte bei mir, ich muss mich wiederbeleben. Oh ja, das ist nett von dir, sehr nett von dir. Knallharter Geisteskranker, du bist... Hui, hui! Hast du die alle elektrifiziert? Ist ja gemein. Oh, das ist ein... Oh, das war der letzte, der Last Hit. Wo ist die Moni? Wo ist die Moni? Ah, neben mir. Wo ist ein Heal? Nicht neben mir. Schon wieder voll. Okay, los geht's! Ist das so schnell bei dir? Dann warst du nicht so leer wie ich. Nö, lange nicht. Ach toll, ich bin nicht mehr schnell. Ach nee. Oh mein Gott, ein blutrünstiger Speck. Auch der stirbt. Also wir sind immer noch im fucking Nahkampfmodus. Hm, ja, wieso? Ich am Zielvisier. Ansonsten hätte ich es nicht bemerkt. Also kennst du am Warnkreuz, Alter. Das meine ich ja mit Zielvisier. Ich habe hier einen fetten Kreis, der ist fetter als sonst. Ach, der ist feurig. Der ist nicht feurig. Ja. Guter alter Hellfire. Beste Mann ever. Wieso bin ich tot? Hallo, darf ich schießen? Ah ja, jetzt. Wieso musste ich mich 3 Sekunden lang so mit ansehen? Das ist ja schrecklich. Hey, letzter Gegner. Neuer Tyrann, ich hab doch gerade eben schon hier eingekillt. War das jetzt meiner oder deiner? Das ist die Frage. Das ist scheißegal, Hauptsache Gegner sind tot! Beziehungsweise Toast. Was? Igitt, die würdest du dir toasten? Du bist ja drauf. Ich helfe dir mal, ich benutze eine Elektrowaffe, damit du auch mal an den Schilden vorbeikommst. Bisschen Kannibalismus kann ja nicht schaden. Findest du? Nun, grundsätzlich hätte ich ja nichts dagegen. Müsste man aus der Entfernung... Ah, ich hab sein Schild! Wow! Das regeneriert sich aber schnell. Scheiß Dreck, wir müssen wieder nah ran. Nah ran müssen wir. Ja, ich bin tot.
schon in Ordnung. Oh, Alter, mein Nieser. Ist jetzt mein Bildschirm nass? Ja. Naja, egal. Ich komme in den Wegdrehen, der kam so unmerkbar. Das war jetzt aber knapp. Der hat sich angeschlichen, kennst du das? Wenn so ein Nieser einfach anschleicht. Okay, Taylor Corp ist einfach aus nichts kommt. Den wichtigen Hauptboss immer zuerst wird. Okay, es sind noch zwei Typis da, die müssen beide feurig sein. Weil den Tyrann habe ich auch erledigt. Oh, das war's. Sehr schön. Jeder hat zwei gekillt. Sehr ausgeglichen in letzter Runde. Ach so. Okay, da sind die Waffen schon da? Rum. Kannst das alles ist egal. Einsammeln tue ich trotzdem. Na dann, 8 Sekunden. Schneller. Ich habe alles eingesammelt. Siehst du die eine da nicht? Nein. Oder wieso sammelst du die wieder nicht? Ich sehe hier keine weitere. Die ist 2 Millionen wert. Oh, jetzt ist sie weg. Wenn ich dir sage, ich sehe keine weitere, dann hebst du die sofort auf. Hey, schau mal. Schau mal, wie ich hier so richtig Dampf gemacht habe in der letzten Runde noch. Das Dampf gemacht? Oh, ich habe so. Schon längst Enter gedrückt. Nein, ich meine, hast du die Kills gesehen? Nein! Ich habe hier schon längst Enter gedrückt. Schon gut. Der Zuschauer kann pausieren. So. Und das war's doch dann auch wieder von diesem Part. Oh. Haben heute 2 Parts aufgenommen, ist doch alles gut. Der da hat bestimmt Überlänge, weil du nicht mehr drauf geschaut hast. Da habe ich nicht mehr drauf geachtet. Aber egal, also dann bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.